Mahlzeit, die kluge Brüder Knochen wieder hier. So, auch wieder kurzes Panzer Rush Video. Ja, wir haben einfach noch eine Bounce geholt von dem Kollegen. Und ich war ein paar Tage nicht dabei. Die haben wohl noch ein paar geholt. Ich weiß jetzt nicht wie viel, ich glaube 3 oder 4. Haben sie dem noch abgeluchst mittlerweile. Hier, Klassiker, ne? Wir halt mit einem riesigen Game Aufgebot an was wollte ich sagen? An Truppen. Ein riesiges Aufgebot an Truppen. Ich meine, er ist ja online, er baut auch nach, wie man sieht hier. Ne, im Durchschnitt schafft er einen Angriff, 2. Ich gebe zu, wir hatten einen kurzen Moment, wo wir dachten, okay, jetzt geht's nicht weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was vorgefallen ist. Achso, der kam von der Seite und hat uns relativ viel Zeug weggeschossen. Und ich dachte mir so, okay, wir müssen zusehen, dass die ganze Zeit die Flaks ballern, damit er nicht mit Gold das wieder verkürzt und dann hier als wieder wie vorher herstellt. Ne? Wiederherstellt und das war das eigentlich, woran ich die ganze Zeit dachte. Ist egal, was passiert. Wichtig ist, dass die Flaxen ballern, dass immer also ein Gegner da ist. Also für ihn ein Gegner, ne? Also wir. Und dass er einfach nicht mit Gold die Bauzeit verkürzen kann und so weiter und so fort. Ne? Und es hat letzten Endes noch funktioniert. Es war ein kurzer Moment. Also ich meine, er ist ja so, anders als zum Beispiel bei Panzercraft, wo man einfach über die Basis rüberrollt, verteidigt er hier noch so ein bisschen alles, was er geht. Ja, wurde natürlich auch wieder ein bisschen rübergeschrubbt. Ich sag mal so, die wissen, wo seine... Oder sie gucken auch immer, wo seine Einheiten sind. Auf alle erdenkliche Art und Weise versuchen sie halt rauszufinden, wo seine Einheiten stehen, beziehungsweise... ich weiß nicht, ob das irgendwie mehrere... Ob er mehrere Accounts spielt, da kann ja so sein. Ja. Oder ob er halt einfach zufällig tatsächlich Unterstützung rüberbekommen hat. Ne? Aber so nach und nach muss man natürlich auch die Sache mal hier klar kriegen. Ich sag mal so, es wird schon, ich mag das eigentlich hier gerade lieber, die Kämpfe, als zum Beispiel bei Panzerquest, bei Panzerquest rammt man einfach so durch und dann ist dann halt die Sache erledigt, ne, und hier hat man tatsächlich noch ein bisschen was zu tun, muss auch ein paar Sachen aufpassen, hier auch gerade schön zu sehen, ne, mit seinen Truppen. Ich wollte auch erst gerade welche rüberschicken, aber hab's dann gelassen, weil ich dachte, okay, die haben einfach mehr, ich meine, die Willis funktionieren schon ganz gut, ne, einfach mal um hier so bestimmte Gruppen wegzuruppen. Und wir hatten auch Probleme gehabt, wie hier zum Beispiel zu sehen, meine Räder sollten da gar nicht langfahren. Ich habe die auch woanders eigentlich lang geschickt, aber die sind halt da lang gefahren. Wahrscheinlich, weil irgendwo oben wieder ein bisschen blockiert war. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ich sag mal so, die ersten 2-3 Minuten, ja, oder die ersten 5 Minuten von mir aus, haben wir noch so ein paar Probleme gehabt. Nach und nach hatten wir uns eingespielt, sodass dann auch der nächste weiter nach links gerückt ist, oder damit dann halt noch mindestens zwei weitere Gruppen Räders rein können und dann mitschießen können, weil am Anfang haben wir die erstmal nur hingestellt, damit die halt ballern, ne? Und dann kommen wir von auf den Trichter, vielleicht sollten die Breeders auch irgendwie mitschießen können, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn, die haben das hier eingenommen, wie gesagt, haben wir jetzt noch ein paar weitere Basen weggeruppt und wie der eine Kollege schon meinte, ich glaube, dieses Jahr schaffen wir die Karte. Ist ja auch gut. Ich meine, das Spiel, man darf nicht vergessen, hier gibt es wenig neue Spieler und die meisten, die jetzt noch spielen, ja, und länger dabei sind natürlich auch so etwas härtere Spieler, ja, das heißt, hier ist natürlich noch ordentlich was los und die wissen auch, was sie machen, ne? Und auch er hier, der hat ja auch über 1000 Basen, glaube ich, so Rang 90, so wie ich vorhin noch gesehen habe, ja, also unter den Top 100 Spielern, und das ist seine Heimatbasis hier, seine Heimatmap, ne? Darf man auch nicht vergessen, weil er hat ja auch seine Hauptbasis hier und wahrscheinlich erst, wenn wir noch 10, 12, 15, 20 weitere Basen wegruppen von ihm, dann sagt er sich vielleicht, okay, ich ziehe woanders hin, soll ich die Scheiße nehmen hier. Vielleicht sagt er, bis zur letzten Basis werde ich alles geben. Habe ich auch mal versucht hier. Ich glaube, das war sogar hier. Ja, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eh ein kurzes Video hier. Deswegen entlasse ich euch jetzt mit dem Rest des Gameplays hier. Ich hatte natürlich wieder geschwärzt, obwohl es nicht allzu viel los war, aber wenn die Kollegen das einfach so wollten. Okay, wie gesagt. Das sind ja auch nur Sachen, die sind einfach auch nicht wirklich sonderlich interessant. Wir quatschen ja minutenlang überhaupt nichts. Ist eine, kurz passiert mal irgendwas, wo jemand drauf achten sollte. Die kurz hier, Knochen fahren wir da hin. Irgendwas, keine Ahnung. Ne. Wie auch immer. Viel Spaß beim Rest des Videos. So lange ist es ja nicht mehr. Und wir sind beim nächsten. Haut rein, bis dann, Abo und Glocke und alles klar machen. Ne?